Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar heute mit dem Christoph Schleicher, seines Zeichens Schlagzeuger. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat es mit Affiliate-Marketing zu tun, dazu kommen wir gleich. Ich habe nämlich beschlossen, in nächster Zeit immer wieder auch mal andere Kanäle von anderen Cash-Cow-Usern vorzustellen. Die Cash-Cow, die hat jetzt knapp 1600 Kunden. Und ich schaue natürlich immer wieder, wer sind diese Leute, was machen sie? Viele davon sind Affiliates von uns, verdienen auch Geld mit uns. Aber viele haben auch eigene Webseiten und eigene YouTube-Kanäle. Und der Christoph Schleicher, den wir heute zum Interview begrüßen, ist einer dieser Cash-Cow-User und er hat einen wirklich tollen Kanal, nämlich einen Kanal, wo es ums Schlagzeugspielen geht. Herzlich willkommen, Christoph Schleicher. Ja, hallo und danke für die Einladung. Ja, gerne. Ja, lieber Christoph, du hast vor einiger Zeit mal die Cash Cow gekauft. Also gut, wenn ich dich schon dran habe, wie gefällt dir der Kurs? Genau, also ich wurde definitiv nicht enttäuscht. Also da gibt es schon extrem hohe Anzahl an Videos da drin und extrem viel Insider-Wissen und halt so Wissen, das einfach beim Anfang vor allem halt hilft. Aber natürlich vielleicht auch fortgeschritten natürlich. Genau. Genau. Du bist ja, was Affiliate-Marketing jetzt angeht, bist du noch relativ am Anfang und wir werden auch da gleich drüber sprechen. Über die Cashcow soll es heute nicht gehen, aber wenn euch die Cashcow interessiert, Link gibt es unterhalb, könnt ihr euch das Ganze sichern, gibt sehr viele neue Kapitel wieder dazu und ja, die Cashcow zeigt euch, wie ihr von zu Hause aus mit dem Thema Affiliate-Marketing Geld verdienen könnt. So, also Cashcow war so erster Berührungspunkt bei dir mit Affiliate-Marketing. Und du bist Schlagzeuger, hast einen irrsinnig coolen Kanal, wir schauen dann gleich rein. Wie bist du zum Schlagzeugspielen gekommen? Ja, das war so vor, ich glaube, 24 Jahren oder so. Und da, genau, habe ich halt irgendein Green Day Video angeguckt auf MTV damals noch. Gab es ja noch MTV, hat man das noch geguckt. Und dann wollte ich halt gleich mit Schlagzeug anfangen. Und als ich dieses Basket Case Video geguckt habe und genau, ich bin Schlagzeug angefangen, halt mit meinem Bruder so auch eine Band gemacht und dann ging es eigentlich immer weiter durch verschiedenste Bands und Stilrichtungen. Und hast du studiert oder? Nee, also ich habe eigentlich was völlig anderes studiert, irgendwann auf Lehramt studiert. Und Schlagzeug habe ich halt immer nebenher halt ziemlich fleißig betrieben und auch immer weiter geübt und immer weiter geforscht und auch so in der Schlagzeuggeschichte halt geforscht und dann dachte ich mir irgendwann, dass ich das halt auch mal über YouTube an andere weitergeben kann, so ganze angesammelte Wissen. Also im Prinzip autodidaktisch erlernt sozusagen, kann man sagen, ne? Ja, autodidaktisch nicht, also eher mit schon mit Unterricht. Ich habe schon so einen richtig professionellen Lehrer gehabt an einer Musikschule. Aber halt nicht über irgendwelche Studienabschlüsse oder so. Okay. Genau, aber kann man doch sagen, dass Schlagzeuger generell Leute sind, die so richtig gern mal auf den Putz hauen oder so? Also ja, also im normalen Leben sozusagen bin ich jetzt nicht so der extrem der lauteste ist, aber am Schlagzeug, da geht es dann halt. Da geht es richtig ab. Genau. Geht die Post ab. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich finde deinen Kanal wirklich sensationell. Ich bin ja, was das angeht, also wir haben ja alle irgendwann einmal, wie wir jünger waren, Musikinstrumente gelernt. Mehr oder weniger spektakuläre, unspektakuläre Instrumente, in meinem Fall Flöte, ein bisschen Klavier. Mhm. Und mit Schlagzeug habe ich persönlich aber nie wirklich zu tun gehabt in dem Sinn. Ne? Und bin dann eben an deinem Kanal auch hängen geblieben, haben mir die Videos auch alle angesehen, bin totaler Fan davon. Und es gibt also ein Video, das hat, glaube ich, mittlerweile schon über 35.000 Aufrufe, wo du den Drummer von Rammstein analysierst. Ich würde sagen, wir schauen da mal ganz kurz rein. Mhm. Ja, Christoph Schneider gilt ja als das disziplinierteste Bandmitglied von Rammstein. Und es liegt vielleicht auch daran, dass er zu DDR-Zeiten schon im Militär war und sich da einfach unterordnen musste. Wie groß sind Sie, Private? Sir, 1,75 Meter, Sir! 1,75 Meter? Seit wann kann man Scheiße so hoch stapeln? Genauso wie es sinnvoll ist,
sich in der Band nicht ständig in den Vordergrund zu spielen, sondern einfache und effektive Grooves zu machen. Und die fünfte fettesten Rammstein-Grooves ist somit Zwitter vom Album Mutter. Und da merkt man schon gleich die effektive und reduzierte Spielweise von Christoph Schneider, indem man auf diese geöffnete, scheppernde Hi-Hat eben einfach auf der 1 und 3 die Bassdrum setzt und auf 2 und 4 die Snare-Drum und so einen sehr einfachen, aber effektiven Groove wählt, der einfach dem Song den richtigen Drive gibt. So ist es mir nur allzu recht. Ich bin ein schönes Zweigeschlecht. Zwei Seelen unter meiner Brust. Zwei Geschlechter, eine Lust. Ja, echt cool. Also Schlagzeug quasi fast wissenschaftlich analysiert, ne? Ja, aber genau, wissenschaftlich, aber schon auch auf die einfachen Dinge halt reduziert, dass auch so ein Anfänger das halt verstehen kann. Also, oder einer, der halt auch keine Musik macht, da haben sich echt auch Leute gemeldet, die machen selber gar keine Musik und haben gar keine Ahnung von Schlagzeug und so. Aber die konnten dann trotzdem auch was damit anfangen. Das ist eigentlich schon, glaube ich, in dem Video schon ganz gut gelungen, dass man da einfach auch für den Normalo halt so einen Zugang hat. Ja, absolut. Also Leute, Kanal empfehle ich euch, oberhalb. Unbedingt anschauen von Christoph Kanal. Sehr coole Geschichte. Ja, so, aber das Schlagzeugspielen, das ist die eine Sache. Affiliate-Marketing, das ist nochmal die andere Sache. Da stehst du relativ am Anfang. In welche Richtung soll das eigentlich gehen bei dir? Ja, das Coolste wäre natürlich mit der Musiksache halt da weiterzumachen und dann halt Kurse zu verkaufen, zum Beispiel auf einer SEO-Page. Das wäre schon ziemlich cool. Und dann halt auch Unterricht zu verkaufen, also Online-Schlagzeugunterricht wäre schon auch richtig geil. Und dann genauso weiterzumachen. Und da könnten sich ja dann auch weitere Kontakte ergeben, dass man irgendwelche Projekte mit anderen Musikern macht oder vielleicht auch irgendwie da halt so Kontakte knüpft. Mhm. Also in die Richtung. Ich habe vor längerer Zeit mal ein Interview gemacht mit dem Ricardo, der so einen Klavierspielkurs auf Affiliate-Marketing-Basis angeboten hat auch. Also es gibt schon ein paar Leute, die das immer wieder machen. In puncto Schlagzeug, da muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich mich zu wenig aus. Da weiß ich nicht, wie groß ist da der Markt dafür, weißt du das? Ja, also im englischen Bereich, da gibt es schon diese Mega-Seite, Drumeo heißt die, hat schon irgendwie 2 Millionen Abonnenten. Also da gibt es natürlich schon richtig große Seiten im englischsprachigen Bereich. Im Deutschen gibt es halt eher so 10.000 Abonnenten für große Kanäle, da ist halt ein bisschen kleiner. Aber es gibt schon Schlagzeuger auch aus Deutschland, die halt weltberühmt sind, so wie zum Beispiel Benny Greb, der halt auch auf diesen amerikanischen Kanälen oder anderen erfolgreichen Kanälen Interviews gibt und eigentlich so auch so eine Koryphäe ist. Also es geht schon von Deutschland auch vor allem im Metal-Bereich halt so richtiger, schon ein relativ großer Einfluss auch aus. Also auch was Schlagzeug betrifft. Okay. Ja, müsste man sich mal anschauen, ob im deutschsprachigen Raum, wie groß das Zielpublikum da ist, konkret, ne? Ja, genau. Also ja, beim Rammstein-Video habe ich auch nicht gedacht, dass da jetzt 30.000 Leute das sehen wollen. Aber ich habe da auch am Anfang einen anderen Titel drin gehabt. Das ist auch interessant für Affiliate-Marketing. Also beim Video habe ich halt einen anderen Titel erstmal gehabt. Einen, der hat nicht so viele Leute anzieht und dann habe ich den Titel halt geändert und dann ist noch 2 Wochen gedauert, bis der Algorithmus das festgestellt hat und dann sind plötzlich die Vorschläge völlig durch die Decke geschossen. Ja. Ja, in letzter Zeit ist YouTube da ein bisschen seltsam drauf, was das angeht. Ja. Also man nennt diese Videos, also das, was du da gemacht hast mit Rammstein, mit diese 35.000, das sind so Hero-Videos, nennt man das, ne? Die dann immer wieder so vereinzelt rausstechen. Ne? Ja. Ich habe das auch zeitweilig immer wieder mal gehabt. Ich habe auch eben ein Video mit 45.000 Aufrufen. Stechen dann so richtig raus und das sind dann die Videos, die auch die Abonnenten bringen. Naja, und manchmal kommt es so völlig überraschend, ne? Dass man, also man rechnet nicht wirklich damit und auf einmal schießt das Video in die Decke. Und bei anderen Videos, wo man sich denkt, na, das müsste ja jetzt einfach mal der totale Renner werden, ist dann oft gar nichts. Ne? Ja, kommt vielleicht auch kommt vielleicht auch auf den Zeitpunkt an, wo man das released, weil jetzt sind Rammstein halt gerade richtig krass an Machen. Also genau, Vorschläge kommen halt ständig von diesem Angst-Video von Rammstein und dann der Zeitpunkt ist halt auch richtig. Ja, das wird dann wahrscheinlich auch gepasst haben. Ja, genau. Ja, es gibt noch ein anderes Spezialgebiet von dir, nämlich der Dating-Sektor, hast du mir erzählt, ne?
Ja, genau, so Dating-Sektor finde ich schon interessant, da Wissen weiter zu vermitteln. Ja, aber man muss vielleicht einstreuen, nicht jetzt der irgendwie Adult-Dating-Sektor, sondern eher so Dating auf der zwischenmenschlichen Ebene, Ja, genau schon. technische Fragen zu lösen. Ne? Das ist, glaube ich, dein Gebiet hier. Ne? Ja, genau, das fände ich eigentlich schon gut, da was zu machen, genau. Ja, und das ist nämlich schon auch ein Gebiet, das für Affiliate-Marketing durchaus interessant sein kann, wenn man sich damit auskennt. Möchtest du da YouTube-mäßig auch was machen in nächster Zeit, was das Thema Ja, angeht? habe jetzt keinen Plan, da in YouTube was zu machen, aber ja, so Homepages halt. Ja, YouTube ist halt schwer, da jetzt zwei Kanäle gleichzeitig zu bedienen, vor allem wenn man halt nicht da hauptberuflich drin ist. Aber wenn ich irgendwie hauptberuflich Marketing machen würde oder halt vom Internet leben würde, dann würde ich mir schon mal überlegen, da vielleicht irgendwann noch mal einen YouTube-Kanal zu machen. Ja, generell ist, also ich meine, ich habe ja auch mehrere YouTube-Kanäle, die ganz, ganz unterschiedlich performen und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, auch für meine Astronomie-Sachen einen Kanal einzurichten. Aber ich weiß genau, wenn ich das anfange, ich meine, du musst ja dann doch jede Woche ein Video machen, kontinuierlich mindestens, ne? Also am Anfang ist sogar besser, wenn du zwei machst in der Woche. Und da fehlt mir zumindest im Moment auch die Zeit. Ja. Vor allem vor allem im Schlagzeugbereich, da jede Woche so ein perfektes Drum-Setup und mit den ganzen technischen Problemen, die auftreten, da das hinzukriegen, das ist eher schwierig. Ja. Vor allem, wenn man die Videos dann qualitativ ein bisschen hochwertiger machen will. Ich habe gesehen, verwendest ja auch Filmausschnitte immer wieder, ne? Ja, Die du reinkreuzt. Das genau. ist echt eine coole Geschichte. Ja, Also wir haben ja auch so ein Paket, so ein Movie-Cache-Paket, aber du verwendest, das habe ich gesehen, glaube ich, das heißt Full Metal Jacket war das, glaube ich, der Film, ne? ein bisschen ältere Filme, nicht, dass ich da Ja. irgendwie sofort gesperrt wird oder so. Naja, das ist Genau. Ja. im Rahmen des Zitate-Rechts quasi kann man das ja verwenden. Ja, genau so. Fair Use heißt es ja. Meine Damen und Herren, der Kanal von Christoph Schleicher, Christoph Schleicher Drums, schaut sich das an, wirklich sehr unterhaltsam. Und ich sage vielen Dank, Christoph, für das Interview. Ja, vielen Dank. Ich kann auch die Cash Cow wirklich empfehlen. Also da habe ich echt das Richtige gekauft. Dankeschön, vielen Dank. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid, liebe Leute. Und wenn ihr oder wenn du einen YouTube-Kanal hast, vielleicht Cashcow-User bist und du möchtest diesen Kanal vorgestellt haben, ich schaue mir das gerne an und dann lade ich dich vielleicht auch zum Interview ein. Liebe Leute, viele Grüße und wir verabschieden uns. Bis bald. Ciao. Ciao.